Wir müssen jetzt zum Hafen fahren, denn wir segeln gleich und zwar auf eine andere Insel oder vor eine andere Insel und gehen dort schnorcheln. Also ich habe schon richtig Lust zu segeln. Heute ist auch unser letzter richtiger voller Tag. Also wir haben jetzt heute noch eine Übernachtung und dann morgen müssen wir um 18 Uhr schon beim Flughafen sein. Ja, ist traurig. Da hinten ist Vincent. Bock auf Segeln? Here we go. We are unser Hafen. Wir sind jetzt auf dem Boot. Alright guys, so this is the island. Okay, where we go. We take about 1 hour to get there. Hopefully today no clouds, so a lot of sun. Alright, it's not a problem. Any side you like. Ich habe irgendwie mies vor Pompis gerade zu tun. Wir sind jetzt hier auf dem Boot. Das ist mies nice. Die Insel da hinten soll ein Drache sein, der umgebracht wurde von irgendeinem Blitzschlag. Ja, Vincent, wie findest du die Logik? Super! Fußbilder. Vincent, wie gefällt es dir hier? Super! Fußbilder. Wir sind jetzt da. Ja? Und wir können rein theoretisch auch hier auf die Insel, was wir jetzt machen. Da ist unser Goat. Wollt ihr nochmal sehen, wie ich springe? Ja. Für euch. Für meine Zuschauer habe ich schon gezeigt. Ich könnte es einfach von der GoPro nehmen, aber egal. Ja. Jetzt aber in 4K. Jetzt. Gerade habt ihr es schon mal gesehen. Ja. Dachtet ihr? Da bin ich doch nicht. Sehen wir, das Boot ist mies nice. Da unten wird auch Essen, sieht man das? Wie gerade schon gesagt, sind wir jetzt hier in der Nähe von der verlassenen Insel und wir sind jetzt auf dieser Insel angekommen. Hier sieht man die Boote und es ist so schön hier, man kann hier hochgucken. Wir haben jetzt auch schon Kaninchen gesehen. Wir haben schon Kaninchen gesehen und hier sollen auch Schlangen und Ziegen sein. Vincent, wollt ihr was sagen? Genau, das wollte ich sagen. Ach so. Auf jeden Fall ja, sehr gut hier. Wir gehen jetzt wahrscheinlich zur Kirche. Ich habe gar keinen Bock. Ich wollte eigentlich Tiere sehen und nicht zur Kirche, aber ist okay. Aber ist super hier. Wir müssen gerade gegessen und ja, dann geschwommen rüber zur Insel und kotzt gleich gefühlt. Und gleich noch zurück. Wir müssen das hier ein bisschen so speedrun. Ja. Geil. Hier ist echt spannend. Aber die besten Wanderschuhe sind einfach Jordans. Flipflops sind's. Ja, Vincent fühlt sich hier wie in Sea of Thieves. Wahrscheinlich kommen gleich hier diese Skull-Dinger, Skelette, gegen die wir kämpfen müssen. Wo ist unsere Schaluppe? Wir gehen jetzt hier nicht mehr den normalen Weg. Da ist der normale Weg. Wir sind nicht normal. Wir gehen den Survival-Weg. Wir trainieren für Seven vs. Wild, oder? Eins, ja, hat er gerade schon gesagt, wir trainieren für Seven vs. Wild. Hier ist ein. Hier ist der. Da war ein Gecko. Und Jeremy hat einen Gecko gesichtet. Warte. Das ist ein Spande. Finn, Pfand. Oh, eine Schnecke. Wo ist eine Schnecke? Da ist eine Schnecke. Oh mein Gott, eine Schnecke. Wir sind Survival-Profis, hört auf uns. Okay. Hier oben ist ein Dixie-Klo oder so. Hier ist The Lost Place Tour. Wir machen jetzt eine Lost Place Tour. Guckt euch das an. Lost Place Tour in einer verlassenen Kirche. Hier ist eine verlassene Kirche. Ich weiß nicht, wie oft hier Menschen reinkommen. Eigentlich ist eine normale Kirche nur auf einem Berg, also ein Sandhills. Hier haben wir das nächste Lost Place.
Hier ist ein Haus, ja, mit zu sitzen. Aber jetzt viel wichtiger, hier ist eine Glocke. Vincent, komm, läute sie. Fühlst du dich jetzt krass? Ja. Komm, wir läuten die jetzt auch. Das war's auch schon mit unserem Trip. Wir müssen jetzt wieder zurück. Einmal nochmal. Wir müssen jetzt wieder zurück zum Boot, damit wir mit nach Hause kommen und hier nicht für immer leben müssen. Das wäre nämlich ziemlich sad, hier für immer zu leben. Wir hätten kein Essen, obwohl Essen, Kaninchen. Aber ich glaube, das Problem wäre so Feuer, weil hier gibt es irgendwie nur so Büsche. Und Trinken gibt es gar nicht. Obwohl, oh, da ist ein Brunnen. Ja. Aber ich glaube, lange würden wir es hier nicht machen. Wir müssen aber eh nur überleben bis zur nächsten Tour, was dann so morgen wäre. Und dann werden wir gesaved. Da wäre ich fast auf die Fresse geflogen. Aber passt. Ich zeige es so oft, aber es ist so schön hier. Ist echt heftig. Und jetzt müssen wir leider nach Hause und das Schlimme ist, morgen ist schon der letzte Tag. Das heißt, morgen geht's wieder nach Hause, nach Deutschland, ins kalte Wetter. Ja, sad. Niemand mag ihn. Nein, gar nicht. Vincent, guck einmal in die Kamera. Fühl mich nicht. Na, Vincent? Jeremy. Wie geht's dir? Ich will mal rein. Nein. Naja, aber rot. Warum ist das rot? Bitte, geh mal weg. Okay.